Heute spielen wir zweimal 45 Minuten. Der finale Test, ein richtiger Test. Und das merkt ihr auch schon an der Startaufstellung. Oh, da macht Fabian Schleusner den Ball nochmal gefährlich. Und Sebastian Jung rettet in höchster Not. Wir schauen auf die Chance von Straßburg. Nach dem Eckball Fabian Schleusner mit dem Querschläger. Und dann bekommt Jeremy Sebas keinen Druck auf seinen Schuss. Und dann läuft wieder Wanicek hin. Tut die Ecke kurz aus, lässt es sich wiedergeben. Und dann kommt die Flanke. Gut auf Schleusner! Und dann ist es! Das 1:0 für den Karlsruher SC. Der Versuch von Schleusner noch geklärt. Und Rapp steht da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Perfekt abgestaucht und 1:0 nach 17 Minuten. Nikolai Rapp vollstreckt im Strafraum. Da gab es nichts zu halten. Butterweich die Flanke von Wanicek. Schön der Kopfball von Schleusner und dann ist Rappo da und haut das Ding rein. Nein. Keine Chance. Leo Jensen hat aufgepasst. Kriegt aber den Ball nicht wirklich aus der Gefahrenzone raus. Aber guck mal, wie die das spielerisch da lösen. Das ist ja der Wahnsinn. Und jetzt zieht Zivace, der da Günther auf die Reise schickt. Flanke, guter Ball und das 2:0 für den Karlsruher SC. Es war die 26. Minute. Wunderschöne, flache Hereingabe von Lasse Günther auf Fabian Schleusener. Und 2:0. Na Micha, die Ballstaffette davor, die Ballstaffette, die diesen Lauf erst möglich gemacht hat. Und da dann kommt Lasse der Ball Günther auf Fabian Schleusener, der perfekt vorm Torwart dran ist. Und dann ist es das 2:0. Daumen hoch für diese klasse Flanke. Ja, 2:0. Das war doch mal ein Highlight-Spielzug. Oh, Sebi Jung findet Fabian Schleusener und er kommt zum Abschluss. Knapp links am Tor vorbei. Ich glaube, da hätte Budo lieber gehabt, dass er ihn durchlässt. Aber ja, schauen wir nochmal drauf. Jung, ja, Schleusener da. Ja, kann auch funktionieren. Man sieht, Zivzivace war auch gut positioniert. Der hätte den Ball gern gehabt, aber kann man auf jeden Fall probieren. Und gut aufgepasst von Günther. Und jetzt geht die Luzi ab. Jetzt kommt der Pass. Fabian Schleusener mit der Hereingabe auf Budo Zivzivace. Der schlägt den Haken. Und das 3:0 für den KSC nach exakt 40 Minuten. Die dritte Torbeteiligung von Fabian Schleusener. Der die ersten... Nee, das erste bereitet er vor durch seinen Kopfball und jetzt legt er auf Zivzivace auf. 3:0 nach 40 Minuten. Schauen wir nochmal drauf. Micha, wie macht er den? Erklär's mir. Budo nimmt ihn in aller Ruhe an, täuscht an und schlägt den Haken und zack, ab ins Eck direkt neben dem Pfosten. Jetzt stehen sie zu dritt da. Wann? Zack steht nicht so da, als würde er den ausführen. Den nimmt sich Günther. Ah, doch, da ist es doch Wanicek. Und was für eine schöne Variante. Da zwingt er den französischen Keeper zur Flugparade. Schauen wir nochmal. Ja, jeder rechnet damit, dass Günther mit dem linken abzieht. Ja, lässt er nicht durch. Und zack, aber ein Fuß noch dran. Gefährliche Variante. Also für alle, die jetzt gemütlich daheim sitzen und hier unseren grandiosen KSC 360 Livestream gucken und genießen. Es gibt... Oh! Ja, das ist der Anschlusstreffer. Der Anschlusstreffer. Das hat nicht lang gedauert. Die 48. Spielminute. Geköpft hat die 24. Abakar Silla. Und da gute Ecke von... Bakwa da in die Mitte und ja, dann ist Max Weiß aus, ja, lass uns 6-7 Meter gewesen sein. Wuchtiger Kopfball, ist er chancenlos. Und jetzt nimmt Wanicek Maß und knallt ihn in die Maschen. Da
war der abgefälscht. Er ging mittig ins Tor rein. Bin ich auf die Zeitlupe gespannt. Da kommt die Jubel-Becker-Faust von unserem neuen Kapitän. Also wir haben quasi so viele Leute vor den Torwart gestellt, dass der gar nichts mehr gesehen hat. Und jetzt schauen wir nochmal drauf. Wanicek und der Ball. Nee, abgefälscht ist er nicht. Da entscheidet sich der Torwart einfach fürs falsche Eck. Wird auf den falschen Fuß. Der sieht nichts, Micha. Nummer 4 bringt den Ball, aber deutlich über den Kasten. Carol Fieler hat es da probiert gehabt. Schauen wir nochmal, visiert da das linke Eck an, aber knallt den Ball ein ganzes Stück drüber. Da muss Weißig gar nicht lang machen. Und das war's. Das war der Schlusspfiff. Super pünktlich. 4:1 gewinnen wir. Den Test, die Saisoneröffnung gegen Racing Straßburg im BB Bank Wildpark vor einer angemessenen Kulisse vor über 10.000 Zuschauern. Marvin Wanicek, wir gewinnen das finale Testspiel gegen Racing Straßburg mit 4:1. Was nimmt man aus so einem Spiel mit? Natürlich auf jeden Fall positive Energie, würde ich sagen. Ich glaube, es ist immer wichtig, auch wenn ich auf die Testspiele von den Ergebnissen her nichts drauf gebe, aber ich glaube, es ist immer ein sehr gutes Gefühl, wenn man mit einem Sieg hier jetzt im Heimspiel auch mit einem Heimspiel starten und hier mit einem Heimspiel jetzt gegen Straßburg das letzte Testspiel positiv gestaltet haben. Und Selbstvertrauen, ich glaube, jeder Einzelne hat sich so ein bisschen in seine Position gebracht, das Bestmögliche zu machen. Und wie gesagt, es tut einfach gut und wir freuen uns, dass es nächste Woche losgeht. Du hast selbst ein Tor gemacht. Von oben sah das irgendwie ein ganz komischer Freistoß aus. Wie hast du selbst dein Freistoßtor gesehen? Ja, habe eine gute Mauer positioniert von uns, sodass der Torwart wenig Sicht hat. Ich glaube, der Ball wäre sehr gut gekommen. Dennoch wurde er leicht abgefälscht. Ich glaube, der Torwart war schon auf dem Weg in die andere Seite. Und dann ist es natürlich schwer, in so einer Geschwindigkeit dann den Ball zu halten. Und war natürlich dann Glück auch für mich. Du hast heute die Binde am Arm gehabt. Das war, weiß Gott, nicht das erste Mal, aber der Trainer hat mir bestätigt vor dem Spiel, dass du offiziell als Kapitän uns diese Saison anführen wirst. Was ist das für dich für ein Gefühl? Du hast als Junge selbst auf der Gegengerade gestanden, jetzt bist du Kapitän von deinem KSC. Ja, auf jeden Fall erstmal großes Stück Dankbarkeit auch von den Coaches für das Vertrauen. Aber es ist natürlich auch ein unbeschreibliches Gefühl. Ich glaube, ich habe hier sehr vieles miterleben dürfen. Für mich ist alles bis dato positiv verlaufen und jetzt in der neuen Saison vorneweg marschieren zu dürfen, bedeutet mir unheimlich viel. Und wie gesagt, bin einfach nur dankbar und will natürlich dann auch den Trainern, der Mannschaft und den Fans auf dem Feld was zurückgeben.